Die Zeit kurz vor Weihnachten nutzen in vielen Städten die Modelleisenbahner, um auf Ausstellungen den Besuchern ihre Modellbahnanlagen zu präsentieren. Gleichzeitig wollen sie damit für dieses Hobby werben. So geschehen auch in diesem Jahr wieder in der Zeitzer Innenstadt. Ein Höhepunkt war dabei die Anlage von Klaus Siedersieg, der zu dem im letzten Jahr gezeigten Zeitzer Bahnhof nun das ehemalige Bahnbetriebswerk vorstellte. Ein Jahr hat er an diesem Modul gearbeitet und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Es zeigt ein Stück Eisenbahngeschichte der Elsterstadt im Maßstab 1:87. Die Mitglieder des Zeitzer Modellbahnvereins zeigten eine im Bau befindliche Anlage mit einem Car-System und die Jugendlichen des Vereins waren mit ihrer Anlage vertreten. Für die Modelleisenbahner ist aber nicht nur ein möglichst realistischer Fahrbetrieb wichtig. Viel Zeit wird in viele kleine Details bei der Landschaftsgestaltung gesteckt. Und für die Zuschauer heißt das, hier und da einmal genauer hinzusehen. Eine solche Anlage braucht natürlich auch Platz. Und wer diesen nicht in der Wohnung hat, der geht eben mit seiner Modellbahn in den Garten. Hier dürfen die Fahrzeuge auch schon mal etwas größer sein. Die sogenannte Gartenbahn drehte auch in Zeitz ihre Runden und das wie beim Vorbild sehr geräuschvoll. Aber das hat auch seinen Sinn, denn die Geräuschkulisse ist täuschend echt nachgebildet. Für die Zeitzer Modelleisenbahner und ihre Gastaussteller war die Ausstellung wieder ein Erfolg. Und mal sehen, was sie im nächsten Jahr den Besuchern präsentieren.